Vor dem Hintergrund des militärischen Konflikts in Israel setzen die USA die Verlegung von Truppen in das Mittelmeer fort. Die USS Bataan wird bald zu den Truppen stoßen, die bereits in der Region eingetroffen sind. Die USA haben beschlossen, ein Allzwecklandungsschiff mit der 26th Marine Expeditionary Unit ins Mittelmeer zu entsenden. Grund für diesen Schritt ist die Befürchtung, dass der Krieg zwischen dem Gazastreifen und Israel zu einem groß angelegten militärischen Konflikt eskalieren könnte, der den gesamten Nahen Osten erfassen würde. Die USS Bataan ist auf dem Weg zum Suezkanal durch das Rote Meer. An Bord befinden sich etwa 2000 US Marines. Das Landungsschiff ist auf dem Weg ins östliche Mittelmeer, wo US-Streitkräfte, darunter die Flugzeugträgerkampfgruppe USS Gerald R. Ford, bereits im Einsatz sind.